herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung in das 3D-Modellieren mit Tinkercad. Heute mit einem speziellen Blick auf Geografie und Höhlenmodelle. Und bevor ihr loslegt, braucht ihr erstmal eure Zugangsdaten. Das heißt, ihr habt von eurem Lehrer den Spitznamen bekommen, euren eigenen Spitznamen. Und dazu habt ihr entweder einen Klassencode bekommen oder einen Link. Wenn ihr einen Klassencode bekommen habt, dann gebt ihr den auf der Startseite ein. Das ist tinkercad.com. Wenn ihr das angeklickt habt oder eingegeben habt, dann geht ihr auf Jetzt beitreten und dann als Schüler einer Klasse beitreten. Dann gebt ihr hier den Code ein, den Klassencode und dann eben euren Spitznamen. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, ihr habt schon einen fertigen Link bekommen. Dann gebt ihr den natürlich ein und kommt dann auf diese Übersicht hier. Und da seht ihr dann hier euren Klassennamen sozusagen. Und hier könnt ihr jetzt euren Spitznamen eingeben. Ich habe hier mal einen Test, eine Testklasse und einen Testspitznamen. Und wenn ihr dann draufklickt, seid ihr schon drin. Ganz kurzer Hinweis, bei diesen Lektionen lohnt es sich mal vorbeizuschauen. Da sind super tolle Anleitungen und kleine Übungen dabei. Wir starten jetzt aber gleich mal los mit einem neuen Entwurf. Und ihr klickt auf Neuen Entwurf erstellen. Und dann seht ihr hier die Tinkercad-Übersicht von eurer ersten Datei. Das ist eigentlich relativ übersichtlich. Wir haben hier die Arbeitsebene, da entsteht nachher alles, was wir 3D-modellieren mit diesen Formen hier auf der rechten Seite. Die können wir verwenden. Und hier auf der linken Seite sind Dinge zum Einstellen der Ansicht, Werkzeuge zum Einstellen der Ansicht. Hier oben sind grundsätzliche Werkzeuge, auf die kommen wir später nochmal. Und ganz hier oben ist der Titel. Und da geben wir natürlich gleich mal was ein, denn so findet ihr nachher euer Modell auch wieder, gerade wenn ihr mehrere Dateien habt. Und jetzt starten wir einfach mal los. Ich nehme hier einfach mal einen Zylinder, klicke drauf, bleibe drauf geklickt die ganze Zeit und lasse jetzt los. Und dann habt ihr hier einen Zylinder. Den kann ich jetzt größer und kleiner machen. Den kann ich auch hier zum Beispiel flacher machen. Und hier kann ich wirklich die Form sehr gut anpassen. Jetzt nehmen wir noch einen Zweien dazu. So. Und größer machen. Huch. Und größer machen. So. Und jetzt seht ihr schon, so ganz genau sehen kann man das ja gar nicht. Deswegen zoome ich jetzt mit diesem Plus hier, das ist für die Ansicht, noch ein bisschen näher ran. Ihr könnt es auch, wenn ihr eine Maus habt, zum Beispiel mit dem Scrollrad machen und einfach so näher ran und weiter weggehen. So, und dann machen wir die Ansicht und ändern die. Das macht man hier mit diesem Würfel. Da kann ich zum Beispiel draufklicken. Dann verändert er hier, seht ihr, die Ansicht und dreht das Ganze. Ihr könnt diesen Würfel auch einfach anklicken, draufbleiben und das Ganze dann drehen. Oder ihr könnt mit der rechten Maustaste einfach hier irgendwo in die Mitte reinklicken und das Ganze dann freihand einfach so frei drehen, wie ihr wollt. So, und jetzt schauen wir mal von vorne drauf. Jetzt sehen wir zum einen mal, okay, die sind beide gleich hoch, das ist schon mal gut. Jetzt schauen wir von oben drauf. Jetzt muss man das Ganze eben vergleichen mit der, zum Beispiel mit der Karte oder mit der Abbildung. Also ob jetzt diese erste Höhenschicht zum Beispiel, ob die für zum Beispiel zwei Berge, die entstehen sollen, ob das hier passt. So, und jetzt, wenn wir sagen, das passt, ihr habt es verglichen, dann kommt die nächste Schicht drüber, dann wieder ein Zylinder. Den könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt farblich zum Beispiel ein bisschen anpassen und ein bisschen dunkler machen. So, und jetzt muss man halt gucken, wie sieht die zweite Höhenschicht aus. Das vergleicht ihr jetzt einfach mit eurem Arbeitsblatt. Und jetzt könnte man hier zum Beispiel sagen, naja, so hoch. Jetzt schaue ich von vorne drauf und überprüfe nochmal. Das waren hier 7 mm. Wie hoch muss dann die sein? Muss dann 14 sein, damit die natürlich gleich hoch sind. Und wenn das jetzt ein Berg ist und hier eine flachere Region, dann wäre das hier schon ein Höhenmodell. Ja, müsst ihr halt natürlich mit eurer Abbildung abgleichen. Und ja, das war es eigentlich vom Prinzip her schon. Vielleicht noch ein paar zusätzliche Funktionen. Ihr habt hier oben ganz klassisch das Kopieren, Einfügen und Duplizieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal ins Leere klicke und diese Höhenschicht hier auswähle, diesen Teil kopieren und einfügen klicke, dann kommt das gleiche nochmal. Mit der Mülltonne kann ich es löschen. Und wenn ich jetzt hier die anklicke und das zum Beispiel dupliziere, dann kommt genau die gleiche Form hier nochmal rein und ich kann die rausziehen.
Das ist also verdoppelt sozusagen. Und mit der Mülltonne ist es wieder weg. Und genau, das sind die grundlegenden Funktionen hierzu. Eine kleine Spezialfunktion vielleicht noch, wenn ihr zum Beispiel diese Höhenschichten ganz individuell anpassen wollt oder vielleicht keine so ganz einfachen Formen habt, könnt ihr auch dieses Scribble hier nehmen. Wenn ihr das reinschiebt und loslasst, dann schaltet er um in so einen 2D-Modus. Das heißt, man kann jetzt hier zum Beispiel eine Höhenschicht hier zum Beispiel wirklich so frei Hand, könnte man die hier wirklich entwerfen. Und die wird dann in dreidimensional in Anführungszeichen umgerechnet. So jetzt, und jetzt seht ihr hier, wird die mir hier schon angezeigt. Und wenn ihr auf Fertig klickt, dann seht ihr, das ist jetzt eure Freihand-Höhenschicht. Die kann man jetzt, schauen wir mal hier von vorne drauf. So, na, das war zu weit. Die kann man jetzt auch von der Höhe her natürlich hier optimal anpassen. Und jetzt könnte man zum Beispiel hier noch so eine Art Ergänzung machen. Man kann die jetzt auch orange machen. So, und jetzt habt ihr eure Höhenschicht angepasst. Also kann man auch die ganze natürlich zeichnen. Das liegt so ein bisschen in eurer Fantasie, wie ihr das am besten umsetzen wollt. Und ja, vielleicht noch eine kleine zusätzliche Funktion, wenn ihr hier zum Beispiel ein Objekt, wie jetzt meine eigene Höhenschicht, die ich hier selber gerade gezeichnet habe, wenn ihr die anklickt und dann hier auf dieses Symbol unter dem Häuschen klickt, dann zoomt er genau zu dieser Form hin. Das heißt, dann könnt ihr genau diese Form sehr genau anschauen und anpassen. Das ist vielleicht ganz praktisch manchmal. Und wenn ihr irgendwo lost in irgendeiner Ecke seid oder so, einfach auf das Häuschen und dann seid ihr wieder zurück hier in der Grundansicht. Das ist auf jeden Fall so die Info dazu. Damit könnt ihr die Modelle bauen. Ihr könnt natürlich dann, wenn ihr fertig seid, auch noch hier den Kegel oder eine Halbkugel für die Bergspitze oder wie auch immer noch ergänzen. Das ist so dann der Feinschliff. Und was auch ganz, ganz lustig ist, hier mit den Notes, die könnt ihr anklicken und reinschieben und könnt dann beispielsweise hier noch kleine Notizen ergänzen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie markante Punkte habt in der Karte oder die Bergspitze einen Namen kriegen soll oder sonst irgendwas, kann man hier einfach was eintragen und dann tauchen diese Notes hier in der Skizze auf. Man kann sie ein- und ausblenden. Sicherlich auch noch ein schöner Nebeneffekt. So, das war's erstmal zum Höhenmodell. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao, ciao.